I did more for the black community than anybody, with the possible exception of Abraham Lincoln, whether you like it or not. People say, oh, that's you really, you believe you did more than Lyndon Johnson, who passed the Civil Rights Act? I think I did, yeah. Es gibt gleich mehrere Szenen aus dem neuesten Donald Trump-Interview bei Axion auf HBO, die komplett durchs Netz gegangen und in kürzester Zeit zu Memes geworden sind. Ihr habt mir das Interview zugesendet, dass ich es doch mal auf kommunikationspsychologischer Ebene analysieren sollte. Das mache ich sehr gerne und natürlich geht es wie immer nicht um die politischen Inhalte, nicht die Aussagen auf inhaltlicher Basis von Donald Trump, sondern nur um die kommunikative, um die psychologische Ebene. Fangen wir doch mal direkt an mit dem Eintritt von Donald Trump. So, hier haben wir den klassischen Gang von Donald Trump. Ich weiß, nur eine ganz kleine Sache, allerdings schon mal gut, so einen gelassenen, offenen, körpersprachlichen Gang zu haben. Vermittelt einfach Gelassenheit und eine Selbstsicherheit in so einer Szene. Thank you so much for having us. You're over here, Mr. President. Thank you. Dann allerdings so keinen wirklichen Blickkontakt zu halten, macht einen nicht wirklich sympathisch. Es ist gut, nicht gleich vielleicht zu übertrieben positiv da irgendwie reinzugehen, was seine Kompetenz oder seine wahrgenommene Kompetenz auch tatsächlich mindern könnte. Gibt es auch Studien dazu. Allerdings dann hier so dieses verkniffene Gesicht zu haben, den Mund so ein bisschen zusammenzumachen, das ist eher ein Zeichen von Unbehagen und weckt auf jeden Fall nicht sonderlich viel Sympathie in diesem ersten Moment. Gerade in so einer Situation, wo er der Status höhere ist von der reinen Position, ist es schon sinnvoll, da auch den Druck rauszunehmen, indem man besonders positiv wirkt, weil, wie gesagt, den Status hat er sowieso schon. Hier auch weiterhin dieses Gesicht zu halten, lockert die positive Atmosphäre am Anfang nicht sonderlich auf oder implementiert diese nicht. Kelly. Okay. Mr. President, thank you for joining us. Thank you very much. We appreciate you taking the time. Good. And we appreciate your commitment to answer our questions. Sure. Really appreciate that. Auch hier wieder am Anfang eines Gesprächs empfehle ich euch immer, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck, einen positiven ersten Eindruck zu machen und das durchaus auch durch eine positiv zugewandte Körpersprache und auch durch eine positive Mimik. Gerade wenn er sagt, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen, dass Sie auch die Fragen bestmöglich beantworten, dann kann man auch sagen, ja, sehr gerne, freue mich auch auf das Interview. Und das etabliert so einen positiven Rahmen und nimmt auch so ein bisschen den Druck raus. You look at death. Yeah, it's going up again. Let's look. Daily death. Take a look at some of these charts. I'd love to. We're going to look. Let's look. And if you look at death, yeah, started to go up again. One. Well, right here. Das ist natürlich nicht sonderlich rhetorisch geschickt. Wenn man Argumente und gerade Logos, also diese Zahlen, Daten, Fakten, diese logischen Argumente rüberbringen möchte, dann ist es auch wichtig, das stimmig zu tun und zwar eben so, als würde man wissen, was man da hat. Gerade wenn er hier Zahlen, Daten, Fakten, Argumente, Statistiken mitbringt, ja, dann ist es wirklich sehr gut zum einen, die als untermauerndes Fundament für seine Argumentation zu haben, allerdings die dann so rüberzubringen, als würde man sie gerade zum ersten Mal sehen, was ich nicht weiß, ob er es wirklich tut oder ob er einfach das noch nicht so direkt einordnen kann, dann so zu tun, ja, schauen Sie mal hier, was habe ich denn hier, so als ne, würde es halt gerade irgendwie zum ersten Mal sehen, das ist einfach nicht sehr rhetorisch geschickt, weil wenn du schon Argument hast, dann bring sie auch selbstsicher vor. Und dann macht er es auf eine Art und Weise, wo er, wie gesagt, jetzt so reinschaut und es sieht so aus, als würde er es zum ersten Mal machen. The United States is lowest in... Schaut hier die ganze Zeit auch rum auf dem Blatt, was es genau für eine Statistik ist. Numerous categories were lower than the world. Lower than the lower world. Than wir sind weniger als, also wir haben weniger Cases als die Welt oder so. Was natürlich, also körpersprachlich sieht man das auch schon von ihm. Übrigens wird auch manchmal gesehen vom Interviewer, dass er immer mal wieder mit dem Fuß so zuckt und da so ein bisschen in den Widerspruch auch geht. Natürlich die zusammengekniffenen Augen zeigen ganz klar, dass er hier durchaus in den Widerspruch geht. What is that? Europe? In what? In what? Take a look. Und dann auch so dieses kurze zu begründen, dann so take a look, so schnell wegzugeben, ja, schaut sich auch selbst an, ja, weil man halt eben nicht weiter viel mehr zu sagen kann, das ist einfach nicht sehr stark von dem, wie man es überzeugend rüberbringen kann. Right here. Here's case death. Oh, you're doing death as a proportion of cases. I'm talking about death as a proportion of population. That's where the US is really bad. Well, much worse than South Korea, Germany, etc. You can't do that. You have Why to go, can't I do that? You have to go by...
Okay, das ist natürlich jetzt auch wieder rhetorisch sehr schwach, weil gerade hier in so einer sehr simplen Situation er einen Fehler begeht, den er einfach nicht begehen sollte. Wenn man Pathos-Argumente, also emotionale Argumente hat, bei denen Donald Trump sehr stark ist, dann kann man diese auch durchaus improvisiert rüberbringen. Und auch, wie ich hier auf dem Kanal schon mehrmals gesagt habe, darin ist er sehr stark. Er ist stark im Improvisieren. Allerdings, und jetzt kommt der Punkt, gerade bei Logos-Argumenten, Zahlen, Daten, Fakten, sollte man so gut vorbereitet sein, eben nicht einen solchen einfachen Fehler zu machen. Also, angenommen, wir hätten zwei Länder, wo jeweils 100 Personen drin wohnen und, keine Ahnung, in einer gewissen Zeit normalerweise eine Person stirbt. Und jetzt kommt ein neuartiger Virus und dann stirbt bei dem einen Land 5 Leute und bei dem anderen Land sterben 10 Leute im gleichen Zeitraum. Dann würde jeder relativ einfach schlussfolgern, gut, klar, das bedeutet, dass das eine Land mit den 10 Toten schlechter dran ist als das andere Land. Und das ist das, worauf der Interviewer abspielt. Die Todeszahl im Vergleich zur Gesamtpopulation. Das kann man gut vergleichen. Donald Trump nimmt allerdings die Todeszahl im Vergleich zu den Tests. Jetzt mal angenommen bei unseren beiden Beispielen, das eine Land mit den 5 Toten würde 10% der Bevölkerung, und zwar eben die 5 Toten und noch 5 andere, messen und feststellen, oh Gott, 50% der Leute, die wir testen, sterben daran. Während bei den anderen, die vielleicht ihre ganze Population testen und dann sterben ja nur noch 10%, also 10 von 100 daran. Ja? Also natürlich sind die letztendlichen Todeszahlen an den Infizierten gleich, nur dadurch, dass viel getestet wird, was Donald Trump auch gesagt hat, was so gut ist bei ihnen, wird die Rate halt geringer von dem gleichen Anteil der Toten. Und das darf einfach in so einer Situation, in so einer Interviewsituation und gerade als Führungspersönlichkeit, als Hauptpolitiker, als Präsident eines der größten Länder der Welt einfach nicht passieren, dass solche leichten Rechenfehler oder Milchmädchenrechnungsfehler da auch passieren. Und wenn du jetzt weitere Analysen zur Rhetorik, zur Kommunikation, zur Psychologie bekommen möchtest, genau wie diese hier, dann abonniere gerne den Kanal und aktiviere die Glocke, dass du die neuen Videos auch angezeigt bekommst. Und wenn du dich tiefer in die Materie von Ethos, Pathos, Logos, also den verschiedenen Wegen der rhetorischen Überzeugung auch reinfuchsen möchtest, dann empfehle ich dir sehr mein Buch Meisterkurs Rhetorik. Verlinkst hier unten in der Videobeschreibung. Da kannst du nämlich genau das lernen, wie du das für deine Reden, für deine Präsentation oder auch für die Kommunikation im Alltag stark verwenden kannst. It's surely a relevant statistic to say if the US has X population and X percentage of death of that population versus South Korea. Go by the cases. Well, look at South Korea. Hier auch wieder das Zirkelschlussargument. Er wiederholt immer wieder, you have to go by the cases. Ja, warum? Because you have to go by the cases. Also er begründet sein Argument mit sich selbst im Endeffekt, also mit dem Argument wieder. Was natürlich nicht sonderlich stark fundierend ist und auch wieder die Logos-Ebene, also die Argumentationslogik allein schon schwächt. For example, 51 million population, 300 deaths. It's like, it's crazy compared to that. I do, it's on the... You think they're faking their statistics? Okay, das ist natürlich jetzt ganz, ganz schlecht, weil der Interviewer ein Beispiel von Südkorea eingebracht hat, wo er eben nach seiner Argumentationslogik, und zwar Tote, gemessen an der Gesamtpopulation argumentiert. Und Donald Trump sagt jetzt, ja, aber das können sie ja gar nicht so genau wissen, das kannst du gar nicht so genau wissen, implizierend, dass sie es ja auch faken könnten. Mal unabhängig davon, ob sie es faken oder nicht, dass er jetzt dieser Argumentationslogik zustimmt und sagt, ja gut, aber du kannst es ja gar nicht wissen, ob es so ist, zeigt ja, dass seine Argumentationslogik valide ist, was zeigt, dass seine nicht valide ist. Also hier reitet er sich widersprüchlich im Endeffekt rein, indem er die Argumentationslogik des Interviewers akzeptiert, die durchaus auch richtig ist von der Logik her gesehen. Inhaltlich kann man es natürlich bewerten, wie man will. South Korea? An advanced country? That because they have a very good relationship with the country. But you don't know that. And they have spikes. Look, here's Germany, one of, low, here's nine. Auch hier so Argumente zu bringen, wie jemand, der gerade so kurz vorm Ende ist argumentatorisch und dann einfach noch irgendwas schnell raushaut. Ja, aber du weißt es ja gar nicht, ob das so ist. Und ja, die haben auch Spitzen, die nach oben gehen. Natürlich hat die ja Spitzen, die nach oben gehen, weil es immer hoch und runter geht, aber das ist nun mal ein statistischer Verlauf, den man relativ einfach zeigen kann. Und wenn man es über eine Gesamtzeit nimmt, dann gibt es da keine Spikes, sondern es ist halt ein Gesamtwert im Endeffekt. Here's one right here, United States. You take anyway. The number of cases. Okay. Now look, we're last, meaning we're first. Last? I don't know we what we're first best. In. As a what? Take a look. Auch dieses
we're last, meaning we're first, ist natürlich durchaus richtig, wenn dem so sei, nach seiner eigenen Argumentationslogik, ist aber natürlich rhetorisch auch nicht so ganz stark gesagt. Da würde ich halt einfach sagen, siehst du, wir haben die wenigsten Tode im Vergleich zu den Cases, den Fällen, und deswegen sind wir die Besten in diesem Bereich. Wir sind da am weitesten vorne und eben nicht dieses Verwehrende. Again, it's cases. Okay. And we have cases because of the testing. Wait. 1,000 Americans are dying a day, but I understand. Ja, we have cases because we test. Ja, das stimmt durchaus. Allerdings widerlegt es ja nochmal seine eigene Argumentationslogik. Weil wenn viel getestet wird und es viele Cases gibt, sollte das ja eher dafür sorgen, dass die Anzahl der Toten, die ja sowieso überall erfasst werden, weil sie einfach daran sterben, niedriger prozentual ist. It never reached my desk. You know why? Because they didn't think it was intelligence. They didn't think it was real. It was in your written brief, though. Apparently. They didn't think it was worthy of. I wouldn't mind. If it reached my desk, I would have done something about it. Er wiederholt immer wieder die gleichen Sätze, was durchaus eine starke Wirkung haben kann, wenn es allerdings Sätze sind wie you don't know that, you don't know that, oder it didn't reach my desk, it didn't reach my desk, dann sind es die Sätze, die schwache argumentative Wirkung haben, die sich aber einbrennen. Übrigens von seiner Körpersprache, das hat inhaltlich jetzt nichts groß zu bedeuten, dass er diese Körpersprache so hat. Weil die hat er immer mal wieder und macht er so und so weiter. Allerdings hat es eine abwehrende Haltung. So, behalt deine Argumente bei dir und ich lasse nichts an mir ran. Zudem ist es von der Körpersprache auch so, dass er dadurch so seine Körpersprache so weiter einwinkelt und einknickt. Während wenn er so offen hätte, dann würde er auch viel offener wirken und auch die Argumente anzunehmen im Endeffekt. Das wirkt so ein bisschen verteidigend, was man auch jetzt an seiner Stimme ein bisschen merkt. It never reached my desk because... Do you read your written brief? I do. Do you? I read a lot. Really? You know, I read a lot. They like to say I don't read. I read a lot. Hier hat er jetzt gesagt, they say I read a lot, anstatt zu sagen I read a lot. Also er führt jetzt hier auch noch Dritte ein. Und das ist ein Stilmittel, um diese soziale Bewährtheit, die Autorität durch Dritte auch noch zu erhöhen, das Donald Trump extrem gut verwendet hat in der Vergangenheit schon und das immer wieder in seinen Argumentationslinien auftaucht. Er macht es wirklich sehr gut und es ist auch psychologisch gesehen schlau. In dieser Szene und manchmal auch sonst hier im Interview, dieses They Say, so diese vagen Dritten einzuführen, weiß man jetzt gar nicht, um was geht's hier jetzt genau, wer soll das überhaupt sein, und dann erhöht es den argumentativen Werten nicht sonderlich. Probably better than anybody that you've interviewed in a long time. Und das ist halt wieder so ein bisschen sehr fragwürdig. Also ja, man soll sehr selbstsicher zu sich stehen. Und wenn man sagt, okay, ich bin in einem Bereich wirklich der Experte auf meinem Gebiet, dann soll man auch dazu stehen. Absolut richtig. Allerdings hier sozusagen, ich bin der, der die Sachen am besten liest und sie am besten versteht, wahrscheinlich besser als die meisten Leute, die du in letzter Zeit interviewt hast. Das ist so, es klingt so, als würde er gar nicht wissen, wen er sonst interviewt hätte, aber sich trotzdem mal über die Leute zu stellen, gerade wenn davor auf Logos-Ebene so viele Widersprüche und schlechte Argumentation war, das untergräbt einfach noch die eigene Glaubwürdigkeit weiter. John Lewis is lying in state in the US Capitol. How do you think history will remember John Lewis? I don't know. I really don't know. I don't know. I don't know John Lewis. Hier geht es jetzt um John Lewis und das ist jetzt ein bisschen sehr fragwürdig, dass er auch hier wieder dieses Repetitio ad nauseum, also die Wiederholung bis zum Erbrechen in gewisser Weise, also dieses I don't know, I don't know, I don't know, I don't know hat, um sich selbst Zeit zu verschaffen. Allerdings dann zu sagen, I don't know John Lewis, also ich kenne John Lewis nicht, zumindest klingt es so, ist natürlich Quatsch, weil er kennt natürlich John Lewis, oder er will sagen, I don't know und dann John Lewis, allerdings es so zu verwenden, klingt sehr, sehr fragwürdig. Ja, wahrscheinlich wollte er es sogar trennen, also sagen, I don't know, Punkt, John Lewis didn't show up und so weiter. Inauguration, he chose, I never met John Lewis, actually, I don't believe. Do you find him impressive? I can't say one way or the other, I find a lot of people impressive, I find many people not impressive, but... Auch hier wieder diese Allgemeinplätze, diese Topoi zu verwenden. Ich finde viele Leute beeindruckend und ich finde viele Leute nicht beeindruckend. Gerade bei so einem relativ klaren Punkt, den er hier machen möchte, sehr ausgewichen oder den er vielleicht auch machen sollte. No, but I didn't go. Do you find his story impressive? He didn't come to my inauguration.
He didn't come to my State of the Union speeches. And that's okay, that's his right. Hier auch wieder selbst widersprüchlich. Er hat zweimal von sich aus, ohne danach gefragt zu werden, genannt, dass John Lewis nicht zu seinen verschiedenen Reden gekommen ist. Und dann sozusagen, nee, es ist okay, es ist ja seine Entscheidung. Das wirkt nicht sonderlich glaubwürdig, weil sonst hätte er es ja nicht so deutlich betont und mehrmals ungefragt genannt. And again, nobody has done more right. For black to, Americans than I have. I understand. He should have come. But I think he made a big mistake. Und jetzt hier zu sagen, er hat am meisten für die dunkelhäutige Community getan und dann zu sagen, ja, ich glaube, er hat einen großen Fehler gemacht, obwohl er da vorher gerade gesagt hat, dass es völlig okay und seine eigene Entscheidung ist, untergräbt wieder seine Glaubwürdigkeit. Relationship with him out of it. Do you find his story impressive, what he's done for this country? He was a person that devoted a lot of energy and a lot of heart to civil rights, but there were many others also. Wenn er hier wirklich diesen Punkt machen möchte, den Respekt zu geben, er hat mit viel Stärke, mit viel Herz sich dafür eingesetzt, dann sollte er diesen Punkt auch konkret so stehen lassen. Empfehle ich dir auch für deine eigene Kommunikation, wenn du eine Aussage machst, dann lass sie so stark stehen. Und nicht dieses Relativierende dann noch im Sinne von, ja, aber viele andere haben ja auch was Tolles gemacht. Und wenn er die andere Meinung postulieren möchte und sagen möchte, naja, ich finde es jetzt eigentlich gar nicht so besonders, was er getan hat, dann soll er es auch klar sagen, aber nicht in diesem Wischiwaschi, wo er sich nur weiter untergräbt. Also um es zusammenzufassen, warum wirkt er so unglaubwürdig in diesem Interview? Donald Trump ist ein starker Rhetoriker in manchen Ebenen. Im freien Improvisieren, in der starken und harten Schlagfertigkeit und auch in der Emotionalität. In solchen sachlichen, Zahlen, Daten, Fakten basierten Interview-Szenen ist er nicht stark. Also hier war er wirklich sehr schwach in vielen Szenen, einfach weil er zum einen die Logos-Ebene so verwendet hat, dass er sich selbst widersprochen hat und schlechte Argumente und Statistiken dort genannt und verwendet hat und damit seine eigene Ethos, also seine persönliche Integrität, auch unterwandert hat. Kein starkes Interview von ihm und von daher würde ich dir für deinen Alltag empfehlen, auch wenn du nicht der Präsident von der USA bist, einfach darauf zu achten, diese verschiedenen Arten der Argumentation genau für dich so zu verwenden, wie sie dem Zweck dienlich sind. Und gerade wenn es um Sachthemen, wie jetzt hier Corona geht, dann auch Sachthemen anzubringen, wenn es um emotionale Themen geht, gerne auch emotionale Argumente auch mehr zu verwenden. Wenn du wissen willst, wie du die gut nutzen kannst, empfehle ich dir sehr meinen Meisterkurs Rhetorik. Und wenn du dich für eine kostenlose Charisma-Analyse bewerben willst, dann klicke gerne hier oben, dann können wir uns da gerne mal zusammensetzen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg.